Zunächst am Wort Werner Amon, Sprecher für Inneres bei der ÖVP. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst auf den Herrn Kollegen Dr. Feichtinger replizieren, weil es mich doch einigermaßen erstaunt hat, dass er uns als Volkspartei hier Sympathien mit der Verfassung aus 1934 unterstellt hat. Zunächst einmal, Herr Dr. Feichtinger, das reiht sich leider ein in mehrere Aussagen aus Ihrer Fraktion, die schon von einem mangelnden Geschichtsbewusstsein zeigen. Denn erstens, mir ist eine Verfassung aus 1920 bekannt, eine aus 1934 in der Form nicht. Im Übrigen, mit den Vorgängen aus 1934 haben wir keine Sympathien. Das möchte ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen. Aber es reiht sich ein in so ähnliche Aussagen wie: Wir wären jetzt eine Führerpartei. Auch das ist, sage ich Ihnen, mangelndes Geschichtsbewusstsein. Es ist das Zweite, wenn eine wesentliche Führungspersönlichkeit aus Ihrer Fraktion, Herr Dr. Feichtinger, den Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler als zwei Besoffene bezeichnet, dann ist das genau jene Herabwürdigung des politischen Mitbewerbers, gegen die Sie früher immer glaubwürdig aufgetreten sind. Leider tun Sie das heute nicht mehr. Zum Budget im Bundesfinanzgesetz 18 und 19 in der UG 11, das Innere. Ich habe das schon im Ausschuss sagen können. Da ist ja Ostern und Weihnachten zugleich, könnte man sagen, denn es ist in der Tat ein erfreuliches Budget. Die Bundesregierung hält hier Wort. Wir haben gesagt, dass es zwei Bereiche geben muss, in denen keinesfalls gespart werden darf. Das ist eben im Bereich der inneren Sicherheit und das ist im Bereich der Bildung und der Forschung. Dass hier das Budget ordentlich aufgestockt wird, ist erfreulich. Ebenso erfreulich ist es, dass wir ein Mehr an Polizistinnen und Polizisten bekommen, dass wir ein Mehr an Ausbildungsplätzen bekommen. Und es ist dann schon bezeichnend, die Frau Kollegin Lueger als Sicherheitssprecherin der Sozialdemokratie hat ja hier selbst aufgelistet, was alles kommt in absehbarer Zeit. Schutzwesten, Schutzhelme, Langwaffen. Und wenn dann die einzige Kritik ist, Mobiltelefone, iPads für die Polizeiinspektionen, und wenn dann die einzige Kritik ist, dass es leider nicht schon im Mai, sondern erst im Oktober kommt, naja, ich würde sagen, mit der Kritik können wir ganz gut leben, meine Damen und Herren. Das ist in Ordnung. Die Sicherheit ist uns ein Anliegen. Ich gehe davon aus, dass sie allen Parteien im Hohen Haus ein hohes Gut und ein wichtiges Anliegen ist. Wir gehören zu den sichersten Ländern der Welt und ich denke, dass mit dieser in Zahlen gegossenen Politik im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 18 und 19 das auch ausreichend dokumentiert ist. Herr Bundesminister, ich gratuliere Ihnen zu diesem Budget. Als erfreulich bezeichnet Werner Amon die Aufstockung des Budgets für das Innenministerium. Die Kritik seiner Vorrednerin aus der SPÖ sieht er gelassen.